Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Präsentationsvideo. Ja, heute zum Thema WordPress-Plugin Magic Action Box. Ja, ein relativ langes Wort, aber ein tolles Tool, wie ich finde, und vor allem im Zusammenhang mit dem Umbruch, dass Hybrid Connect nicht mehr zuverlässig überall funktioniert, weil es bekannterweise ja auch nicht mehr weiter supported und gemanagt und entwickelt wird, haben wir uns natürlich eine Möglichkeit einfallen lassen, um Ihnen weiterhin einen tollen Service zu bieten. Ein Bestandteil ist eben diese Magic Action Box und ich zeige Ihnen einfach mal, was passiert, wenn ich hier zum Beispiel einen Blogbeitrag aufrufe. Ja, dann habe ich, wenn ich hier runterscrolle, eben nach dem Blogbeitrag hier diesen Eintrag. Holen Sie sich alle Tipps und so weiter. Hier habe ich jetzt praktisch ein Eintragungsformular für den Newsletter. Das Schöne an diesem Tool ist, es lässt sich, wie gesagt, erstmal zu 100% in deutscher Sprache einbinden. Zum Zweiten aber auch, es lässt sich eben mit MailPoet verbinden. Das ist ein unschlagbarer Vorteil, denn viele meiner User nutzen natürlich idealerweise bevorzugt eine kostenlose Autoresponder-Lösung, die ja klasse ist, weil sie auch in Deutsch funktioniert, das heißt in deutscher Sprache. Und mit dieser Magic Action Box können Sie sozusagen hier tolle Eintragungsformulare gestalten, aber auch Social Media, Share Buttons einbauen und so weiter. In dieser kleinen Videoreihe möchte ich Ihnen aber zeigen, wie Sie einfach diese Eintragung hinbekommen. Die ist gar nicht so schwer. Das Tool bietet unglaublich viele Facetten. Sie können das Ganze natürlich mit Bilder garnieren und so weiter. Ich habe mich hier für eine einfache, kurze Version entschieden, denn wichtiger ist zumindest auch am Start Ihres Blogs, dass überhaupt solche eine Eintragungsmöglichkeit da ist. Wie Sie die nachher ausgestalten, das können Sie gerne spielerisch mit diesem Tool erproben, aber ich zeige Ihnen in den nächsten Videos die Grundeinstellungen. Bis gleich also, bye bye, Ihr Volker Schiebel.